Hallo Leute, ganz klar, meine Nummer 1 bei Gürtelschnallen ist Edelstahl als Material. Das ist das, was ich euch heute vorstelle. Und meine Nummer 2 hatte ich euch schon vorgestellt, Messing, und die Nummer 3 Zermag oder Zinkus. Genau, haben wir uns auch angesehen. Aber heute zu Nummer 1 Edelstahl. Und bevor jetzt einige sagen, naja, es gibt auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Blech oder Zinn oder was auch immer. Ja, stimmt, ist mir aber jetzt kein einzelnes Thema wert. Also klar, es gibt halt Schnallen aus Blech, die sind auch gar nicht so schlecht, aber ihr hört schon, klingt halt wie Blech. Ist auch Blech. Selbst wenn sie gut gemacht ist. Also mein Favorit sind die Dinger nicht, einfach weil es oftmals jetzt nicht so den wertigen Eindruck macht, selbst wie eine Zinkusschnalle, wie eine gut gemachte. Oder halt Messing, sowieso, oder halt auch Edelstahl. Ein bisschen anders ist es bei Zinn. Also es gibt tatsächlich Gürtelschnallen, die sind aus Zinn, so wie früher man aus die Zinnsoldaten. Das ist hier einer, die hat Neptunsgeschmeide extra mal für mich gemacht. Also von daher nochmal danke. Letztlich ist das so ein Spielobjekt, aber es ist ganz gut, um euch das zu zeigen. Also ja, man kann gute Gürtelschnallen aus Zinn machen. Der macht da recht viel und die macht da auch cool. Was ich eigentlich zeigen will, ist so ein bisschen, wie die konstruiert ist. Das ist nämlich schon sehr massiv, weil einfach Zinn sonst nicht die Festigkeit hätte, um als Gürtelschnalle zu taugen. Da muss man die halt oder muss er die halt recht massiv gestalten. Genau, also bei Edelstahl ist es nicht so schlimm. Hier bei Zinn muss da schon ordentlich Material dran. Ist aber cool gemacht hier. Genau, und es gibt halt noch, was relativ üblich ist, jetzt im Bereich der sehr unbekannten Materialien für Gürtelschnallen. Ist Silber, finde ich auch cool. Ich habe noch keine da, ich hatte mich mal dagegen entschieden. So cool es ist für einen Verkauf, aber der Nachteil bei Silber ist halt der, den ihr auch bei Messing habt, nur viel schlimmer. Silber läuft halt an und zwar ordentlich. Also praktisch fast jedes Silber läuft an und das mag ja zum Anfang ganz cool aussehen, wenn es so die Vintage-Optik bekommt, so leicht so in das Schwarze rein, aber irgendwann ist Silber halt fast wie schwarz. Dann kann man gleich eine schwarze Schnalle nehmen, braucht er nicht irgendwie Silber nehmen. Silber ist zudem noch relativ weich. Und also bei einer Silberschließe müsst ihr, also da könnt ihr praktisch nur, meiner Meinung nach, nur einen Riemen nehmen, der mit Druckknöpfen geschlossen wird, dass ihr das die Gürtelschnalle leicht abmachen könnt, weil die halt alle Nase lang dann ins Bad tauchen müsst, um den Belag von dem Silber wieder wegzukriegen. Und das finde ich halt extrem. Ich finde es halt unpraktisch. Mal gucken, vielleicht, genau, ändere ich nochmal meine Meinung. Aber jetzt zur Zeit finde ich, also Silber ist cool, ist halt sehr hochwertig im Vergleich schon. Also schon entsprechend auch kostenintensiv so ein Teil. Aber für mich eher zu unpraktisch. Genau, aber eigentlich geht es ja heute um Edelstahl. Und das ist nicht nur sehr viel haltbarer, sondern auch meiner Meinung nach viel, viel praktischer. So meine Standardschnalle. Also Edelstahl kommt typischerweise entweder gebürstet daher oder halt poliert. So meine Standardschnallen, die beiden hier so für 4 cm breite Riemen oder der für 3,5, die sind in der gebürsteten Variante, sind sie mir praktisch mir in den meisten Fällen auch meinen Kunden am liebsten. Ja, es ist einfach nur schlicht robust und halt, genau, robust heißt super haltbar. Also das Ding hat hier eine Zugdruckkraft von ein paar hundert Kilo. Das braucht kein Mensch. Also wir wollen ja damit keinen D-Zug abschleppen oder sowas, sondern das ist halt das soll eine Gürtel halten. Also nicht, es ist viel zu robust. Aber es ist halt, finde ich, cool, allein das Wissen darum, dass das Ding praktisch unkaputtbar ist. Es geht noch ein bisschen schwerer. Das sind zum Beispiel jetzt die Sachen, auch nur eigentlich nur 4 cm von der Riemenbreite, so als Doppelschnalle gestaltet. Das sind zwei Schnallen, ich hoffe, ihr seht die hier so, von Jeremiah Watt, die ich jetzt neu habe. Auch gerade geeignet für sehr dicke Riemen. Genau, die habe ich jetzt neu, da bin ich mal gespannt, wie sie bei euch ankommen. Und mein absoluter Liebling jetzt im Edelstahlbereich, zumindest wenn wir jetzt über 4,5 sprechen, also Liebling deshalb, weil ich bislang nur die hatte. Aber cool, das ist so der Klassiker von Jeremiah Watt, das ist so 4,5 cm, meiner Meinung nach einfach nur ganz klassisch gemacht. Hat jetzt auch eine Schwester. Das ist jetzt das Teil. Praktisch genau das gleiche Stärke.
Genau, da passen beide passen 4,6 mm, tatsächlich 4,6 mm, Zentimeter breite Riemenreim. Ich benutze es in den meisten Fällen auch komplett aus. Warum soll ich da irgendwie was praktisch Platz verschenken? Die geben es ja immerhin her. Also mache ich das. Man sieht schon, wie stark die gearbeitet sind. Also es ist schon, finde ich, richtig cooles Zeug. Genau, und stabil halt ohne Ende. Genau, also wie gesagt, eigentlich braucht man keinen Edelstahl. Genau, aber ich finde allein das Wissen darum, dass es praktisch nahezu unkaputtbar ist, ist schon cool. Wobei unkaputtbar, also klar, jetzt die Edelstahlkenner unter euch, die werden auch sagen, also einmal gibt es halt nicht das Edelstahl, sondern zig verschiedene Sorten. Und zum anderen, klar, ich meine, Sonne und Salz, also jetzt mal, wenn ihr jetzt irgendwie zur See fahrt oder sowas, dann wisst ihr, dass praktisch auch da das selbst hochwertiges Edelstahl läuft mit der Zeit an. Also nichts hält unendlich. Aber hey, hier sprechen wir praktisch über Gürtelschnallen. Und dann kann man schon, also dann tangiert es schon ordentlich, also gegen unendlich, finde ich. Vor allem in Bezug zur Haltbarkeit von Leder, selbst von sehr hochwertigem Leder, was gut und gern mal locker so 20 Jahre machen kann, oder länger. Aber genau, also selbst wenn gutes Leder irgendwann mal durch ist, ja, dann geht für so eine Schnalle das zweite Leben los. Und danach das dritte. Und dann das vierte und so weiter.